Elefant vs. Büffel. Der Elefant ist einer der Endbosse der Savanne und nur Verrückte würden es wagen, ihn 1v1 herauszufordern. Aber wie wir wissen, gibt es verrückte Dummköpfe. Und unter den wenigen Tieren, die eine Chance haben, nicht sofort von den 6000 Kilogramm dieses modernen Mammuts zerquetscht zu werden, ist der schreckliche und mächtige afrikanische Büffel mit dem Spitznamen Schwarzer Tod. Er ist weit davon entfernt, ein Schwächling zu sein, denn er zerquetscht mehr als 200 Menschen pro Jahr durch seine schiere Geisteswut und die verheerende Kraft seines Körpers, der 900 Kilogramm und 2,5 Meter Länge erreichen kann. Er ist in der Lage, den mächtigen Körper eines Nilkrokodils vom Wasser an Land zu ziehen, als wäre das nur eine kleine Bitch. Ganz zu schweigen davon, dass nur wenige von ihnen allein herumlaufen, weil sie gerne in Gangs chillen, was ihnen ermöglicht, Löwen und andere dumme Raubtiere zu schlagen, die sie gerne mit einem One-Way-Ticket zu Jesus schicken würden. Wie auch immer, wenn wütende Elefanten auf ebenso wütende Kaffernbüffel treffen, brauchst du nicht zu denken, dass es immer der Elefant ist, der gewinnen wird. Ja, der Elefant f***t und demütigt oft arme Büffel, die am Morgen lieber nicht hätten aufstehen sollen, aber das Gegenteil ist auch oft der Fall. Wenn der Büffel heute keinen Bock hat, genervt zu werden, wird er 2 Minuten versuchen, sich zusammenzureißen, aber danach wird er zum Hitzkopf, der nicht zögern wird, diesen kleinen Elefanten mit seinen Hörnern in den Arsch zu f***.